dieser anderen Betrachtungsweise, die wir hier gemeinsam versuchen wollen, geht es darum zu verstehen, warum ich depressiv geworden bin. Gesetzt im Fall, ich hätte jetzt eine Depression. Also kann man ja haben, kann ja passieren, dass es im Hirn dazu kommt, dass da die Aktivitäten sich so verändern, dass da auf einmal eine Symptomatik entsteht, die dazu führt, dass ich hier sitze und nicht mehr weiß, worum ich am Leben sein möchte, dass ich keine Lust mehr habe, den nächsten Tag zu erleben, dass ich überhaupt nicht weiß, wozu ich überhaupt da bin. Das nennen die Hirnforscher dann mehr oder weniger Hypofrontalität. Hypofrontalität heißt nichts anderes, als dass diese Bereiche im Frontalhirn, in der präfrontalen Rinde, die für sowas zuständig sind, dort liegen die entsprechenden Netzwerke, die dann zuständig sind für die Handlungsplanung, für die Folgenabschätzung, auch für die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Das geht dann alles nicht, wenn da oben sozusagen Ruhe herrscht. Und man kann es dann auch mit Hilfe von Bildgebenverfahren zeigen, dass wenn jemand so eine Depression hat, dass da in diesen Bereichen es kälter ist, also da ist nicht so viel Aktivität, währenddessen unten in diesen limbischen Bereichen eine Hyperaktivität da ist, da ist es zu heiß. Also hier oben ist es zu kalt, unten ist es zu heiß und da will immer was raus und weiß nicht wohin. Und da ist das ein Zustand, den sieht man im Hirn, also mit dem Bildgebenverfahren, auch dann, wenn man jemanden da reinschiebt in diese funktionellen Kernspintomographen, der in einer schweren Trauerphase sich befindet. Also Verlust einer wichtigen Bezugsperson oder so etwas, führt dazu, dass im Hirn ein Erregungsmuster entsteht, was mehr oder weniger identisch ist mit diesem Erregungsmuster, was man auch bei Depressiven findet, mit dem einen Unterschied, dass das bei dem Trauernden wieder weggeht, wenn die Trauer vorbei ist. Und bei den Depressiven geht es auch erst weg, wenn die Depression vorbei ist. Aber das kann manchmal eben sehr, sehr lange dauern. So, und wenn ich das jetzt so sehe und beobachte und analysiere, dann kann ich mich auch fragen, okay, wer ist denn jetzt verantwortlich für diese Hypofrontalität und wo kann ich eventuell Möglichkeiten finden, dass ich dieser Person helfe, damit sie aus diesem Zustand herausfindet? Und dann, dann kommt man ja automatisch darauf, dass man sagt, da muss es doch irgendwelche Medikamente geben, die die Aktivität bestimmter Transmittersysteme verstärken oder andere dann wiederum hemmen. Und dann probiert man das eine oder andere aus und sieht, dass das eine oder andere auch natürlich im Hirn irgendwelche Wirkungen hat und dass das sich auch auf der Verhaltensebene und auf der symptomatischen Ebene irgendwie auswirkt. Und so hat man sich dann, so tastet man sich dann so langsam heran und am Ende hat man eben entsprechende Medikamente, die mehr oder weniger gut sich einsetzen lassen, um so eine depressive Erkrankung zu behandeln. Die werden dann auch entsprechend propagiert und dann werden Menschen damit behandelt. Das ist der analytische Weg. So würde man das heutzutage betrachten und jeder hält das für vollkommen normal. Und das, was ich hier mit dir gemeinsam versuchen will, ist nicht das in Frage zu stellen, was man da macht, sondern dieser Betrachtungsweise eine andere Betrachtungsweise gegenüberzustellen. Und die verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Und damit kann man das nochmal alles so auf den Punkt bringen, was ich da bisher versucht habe auszudrücken. Da geht es auf einmal in dieser anderen Betrachtungsweise, die wir hier gemeinsam versuchen wollen, geht es darum zu verstehen, warum ich depressiv geworden bin. Also ich selbst kann es natürlich nicht verstehen, wenn ich depressiv geworden bin, aber jemand, der mich begleitet, der könnte sich schon fragen, wie konnte denn das passieren? Und der wird nicht gleich danach fragen, ob da eine frontale Hypoaktivität da ist oder mit welchen Medikamenten man das behandeln kann, sondern jemand, der mich mag und dem es wirklich darum geht, zu verstehen, was mir da zugestoßen ist und warum ich in diesen Zustand gekommen bin, der wird sich fragen, wie ist denn das passiert? Was ist denn hier vorgefallen? Und dann wird er versuchen, mit mir zu reden und wird versuchen, auch herauszufinden,
was mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt in diesen Zustand gekommen bin. Das ist niemals von allein geschehen. Natürlich kann es sein, dass ich durch eine hormonelle Umstellung oder eine Stoffwechselstörung oder durch irgend so etwas in so einen Zustand gerate, vorübergehend, der solche depressiven Symptome dann auch zeigt, klar. Aber in den meisten Fällen ist mir was passiert. In den meisten Fällen bin ich verletzt worden. In den meisten Fällen habe ich gespürt, dass das, worum ich mich in meinem Leben so intensiv gekümmert habe, auf einmal gar nicht mehr ging. Allzu häufig bin ich auch einfach verletzt worden, weil mich ein Mensch verletzt hat. Sei es, dass der mich alleine gelassen hat, dass er mich verlassen hat. Oftmals habe ich mich auch mein ganzes Leben lang angestrengt und wollte immer zeigen, dass ich doch irgendwas kann und dass ich dazugehöre. Und dann habe ich doch immer wieder spüren müssen, wie das von niemandem gesehen worden ist. Und das habe ich dann möglicherweise 10, 15, 20 Jahre lang ausgehalten. Dieses Gefühl, dazugehören zu wollen und auch zeigen zu dürfen, was ich kann. Und dann ist irgend noch eine Kleinigkeit dazugekommen. Irgendwann hat mich mein Chef angebrüllt oder es ist auf einmal irgendwo auf der Welt ein Krieg ausgebrochen oder ein Virus oder irgendwas ist eben noch dazugekommen und plötzlich ist mein ganzes Bild, meine ganze Kraft, meine Energie, die ich bisher hatte, um das aufrechtzuerhalten und es weiter zu versuchen, in sich zusammengebrochen. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich weiterleben soll. Und wenn ich mir das dann so vorstelle, dass mir das so geht, und dann frage ich mich, was würde denn mein Hirn dann machen angesichts einer solch katastrophalen Bilanz? Dann würde ich sagen, das Beste, was das Hirn dann erstmal machen kann, ist, dass es die Bereiche abschaltet, mit denen ich meine Zukunftspläne immer zu schmiede. Weil jetzt muss ich erstmal wieder zu mir kommen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder mit mir selbst verbinden. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich eigentlich stehe. Und deshalb ist es jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich da zurückgeworfen werde auf mich selbst. Und dann vielleicht brauche ich auch so eine Zeit der Besinnung. Und das kann natürlich sein, dass das auch länger dauert. Und es wäre dann aber wichtig, dass jemand da ist, der mir hilft, da wieder rauszufinden. Und der mich wieder in das Leben zurück einlädt. Der mich ermutigt, es wieder neu zu versuchen. Mit dem ich ein Stück des Weges gemeinsam gehen kann, aber nicht indem er mich führt, sondern indem er mir zeigt, wie ich selber laufen kann. Und das sind dann solche Menschen, die das können, die andere Menschen so begleiten können, dass die anderen in ihre Kraft finden und wieder zurückfinden aus solchen Zuständen, zu denen auch depressive Störungsbilder, aber auch Angsterkrankungen und Ähnliches gehören. Das sind dann solche Menschen, die etwas zu verschenken haben.